When you find all of the joy is come and gone, and the party's over now, your mind returns from the latest shot of fun, and you're sober now. A lingering fear takes hold. You realize that somebody's looking for help. Searching for a miracle, reaching depths I've never been, finding things that they'll never know, and I'm diving head first in. It's true, some days are dark and lonely, and maybe you feel sad, but Pinky will be there to show you that it isn't that bad. Promise me that when we have to say goodbye, don't let strength give in, let my laughter keep the precious hope alive, tucked inside a grin. I'd go through hell a million times just to see you smile. Only chance to try your eyes makes it all worth it. Radama.
passend auch alles. Ja, und die wissen dann, du weißt halt dann auch ganz genau, wann Damage reinkommt, wann du überhaupt heilen musst und wann halt nicht. Parler, wenn du einen Parler Heal hast, der kann sich halt auch sehr gut, Heal, Parler Tank, der kann sich gut selbst sustain. Euch das an. Guckt euch das an. Meine komplette F-List. Seht ihr das? Meine komplette F-List. Einfach nur zap, 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 zap. Hallo Leon. Hallo, ich grüße. Gucke dir bitte den Levo nochmal genau an, ob du den dabei haben willst. Brauche ich nicht gucken, einfach. Achte. Wir haben zwei Demon Hunters. Wir haben einen Hans. Hallo. Hallo, ich grüße. Good job, Stream Delay. Wollt Spit Twin? Ich hab noch eine. Ich kann noch einmal laufen danach, also nicht heute, sondern ich kann prinzipiell noch einmal laufen. So, wer ist ein Ringbohr? Druide? Ja, Sekunde, ich muss noch drei Druiden hier. Läuft. Ja, mindestens 6 Reihen voll Hotzern. Erstmal Convoc bei. Ich habe meine Convoc so vermisst, ne? Du spielst kein Kühl mehr in den Raids. Ich habe HC das gemacht. Das sind schöne Damage-Logs als Heiler, aber scheiß die Logs. Hast du einfach jede Minute, hast du halt als Sniper, der hast du rein. Das ist easy peasy, ne? Das ist easy peasy. So, einmal kurz Rengo checken. Rengo, mein Freund, ich bin's aber voll. Nein, du bist Heiler. Ich bin Heiler, ja. Ich
Thank you, Queen. Man muss halt hoffen, dass ich vorher nicht umgehe. Mowgli, warum hast du abgebrochen? Epic Metal, der Name kommt mir bekannt vor. Tanks sind voll, ja. Was hast du gesagt? Felix? Felix, das habe ich akustisch nicht verstanden. James Bond. Blackhand. Zählt noch Monk. Monk und ein Shadow. Queen 69, wie man merkt, mein Follower. Haha, dieser. Die kommt frei. We'll be right back.
die Monks, gucken gerade Monks zu. Da kommt eigentlich der zweite Teil, dann ist das von Hunter Guys. Spätestens, allerspätestens, sobald Monat 2 released wurde. Allerspätestens. Ist schon horny, ne? Auch horny auf den Fall. Wir suchen einen Monk, einen Mönch. Die sehen ungefähr so aus. Das erste Bild. So sehen die ungefähr aus, aber halt grün. Was war euer Lieblings-Turtle? Jens, was war euer Lieblings-Turtle? Leonardo, weil er der Leader war, ne? Ja. Zwei Schwerter. Michelangelo, Mann. Michelangelo. Warum Michelangelo? Weil er Nunchucks hatte? Blinter, wenn überhaupt. Du standest auf Ratten, ne? Weiß das Blinter. Mein Lieblingsantagonist war sowieso Crank. Ja, habe ich gelesen. Danke dennoch fürs Anmelden, mein Freund. Wir brauchen eins Magier noch. Skrillox. Ich mag ja auch Bock.
unser End hin, dann musst du da weg. Kruppchuk. Klingt wie eine Krankheit. Detox. Schönen guten Abend. Ein wunderschön. Da freuen sich unsere Mini-Freunde. Du weißt, man uns plötzlich macht, Leon. Vielen Dank für dein Follow. Monk fehlt noch. Eins Monk. Haben wir eins Monk hier? Eins ist Monk. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich komme seit letzte Woche Donnerstag bekomme ich keine E-Mail mehr auf mein Handy. Bekomme keine E-Mails. Ich habe zwar 12.000 ungelesene Nachrichten. Hast du das Passwort am PC geändert, aber am iPhone nicht? Dann sagt er mir das Passwort. Also dann sagt er mir, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich habe ich habe das am PC getestet, ne? Da kriege ich die Nachrichten auch nicht. Max, schreib mir mal eine Nachricht bitte. Thank you.
Tinkerspell, wer wimmst denn du? Tinkerspell. Holy! Holy! Holy, heiliges Loch! Und Blitzmonka! Holy, holy! Aber plötzlich. Jannis, 23. Habt ihr schon Blitzmonker abgecheckt? Okay. Okay, cool. Vince Icke, du bist Tinker. So, sorry, ich hab da keine Aktien mehr. Da musste man ehrlich gesagt nicht lange überlegen. Ich habe keinen Ready oder sonst einen Kram. Das habe ich nicht gesehen. Ich gucke halt jeden auf die Logs. Tinker. Bist du noch da, Tinker? Wir machen morgen noch einen. Eigentlich wird great. Ihr könnt hier einfach rankommen. Da fahrt ihr immer wieder. Hast du mir geschrieben, schmeckt? Ich hab dir Discord meine E-Mail-Adresse geschickt.
Zange. Blitzmonker, nein! Zu spät, Kainz Kessel. Renz. Ich muss einmal ganz kurz was gucken. Bauter, vielen Dank.
Das hat immer Speicher eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich brauche immer noch Spinnen. Ich Ich springe, ich bin so dumm. Vielleicht noch einmal retzen, bitte. Merci beaucoup. Warum? Mit dem Q.
schön, aber auch nicht schön. Mach mal Maske. Dankeschön, bis zum Wachen. Ich war nach 2 Minuten war ich glaube ich schon. Ne, nach 3:30 war ich schon. Keine Ahnung, was du machst. Hab Mana leck. Vielleicht mit Damage machen und dich heilen. Du hast halt auch nur vom Charme gekommen, ne? Zweimal Vesper Totem drücken. Und gib ihm. Jetzt sind Flame Shock hier. Ich probiere schon die ganze Zeit. Krieg's nicht geschissen. Als Kurian ja. Furchtbar, guck dir das mal an. 20er Seuchensturz. 20er Seuchensturz. 20er Seuchensturz. 2,2k. Was für Kilo? Seuchensturz, 20er. Achso, 20er. Bitte? 20er? Jetzt haben wir vor dem Red gemacht. Ich hab Glück auf meinen Cubot Execute fertig gemacht. Von an Legend. Warum? Egal, kann ich gehen. Und ich hab schon in dem Key. Ich hab schon in dem Key, mein Freund. Ich hab mit Doppel DD Trinket gespielt. Giftiger Blitz und Monster-Explosion. Hab ich nicht geschossen. Aber das hat auch nicht damit zu tun, dass du mehr Mana konsumierst, als Mana wichtig werden so, ne? Ja, erst die eine Baustelle beseitigen, dann die andere. Also ich habe gestern HC
kam weniger Hilo rum. So, bitte nicht den Boss pullen. Wer weiß den aktuellen Stand, weil man, nun an die Level kommt, gibt es anscheinend auch einen zu fixen, zu verkaufen mit weniger alten Level. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass du das Pack Legendary halt separat kriegst. A, du nimmst den Gürtel, der time-gated ist. Oder du wartest, bis du ehrfürchtig bist, dann kriegst du eine Vorlage und dann kannst du dir quasi auf jedem Slot dein Pack Legendary basteln. Aber diesen Gürtel per se zum Craften gibt es glaube ich nicht, den kannst du so kaufen dann. Da sind schon die Stats drauf. Erst später kannst du den, sobald du ehrfürchtig bist, kannst du dir den craften. Und wenn du den auf dem Gürtel haben willst, sehr gute Darkness. Ja, wichtig. Ja, sehr wichtig. So können wir besser heißen. Danke für Feast. Warum kriege ich denn die ganze Zeit Crit mit meinem dämlichen Wechselbalg? Weil du Crit gegessen hast? Nee, hab ich nicht. Ich hab Intelligenz gegessen. Achso, dann ist das Kopf-Lego gar nicht fix, auf dem Gürtel ist dort vorgeschrieben. Wie gesagt, am Anfang kriegst du einen Gürtel, den kannst du dir kaufen. Und das ist dein Pack Legendary. Später, wenn du ehrfürchtig bist, gibt es eine Vorlage. Und damit kannst du dir das Pack Legendary dann craften. 1, 2, links. 3, 4, rechts. Also ich bin jetzt bei blau. Solltest du weniger trinken, man spielt. Ich hab nicht gesagt, ich bin nicht. Ja. Noch keine Cola Zero. Sense in me. Oh, oh, oh.
diese Pokaliga viel schneller. Stopp. Seite. Jetzt brauche ich gar nichts mehr aus dem ersten Teil. Nice. Beach. Erste Mal das Haustier bekommen. Das Upgrade ist so. Immer looten alle die Hände. Das ist das erste Mal, dass ich die Kombo. Den roten bitte nicht spielen, den großen fetten. Ich hab mich schon gefragt, wo die ist. Weil ich dann nach was nachgucken wollte. Hab ich ja, die ist nicht da. Hat nie existiert der Tag. Das zweite passiert schon. Ja, hast nichts verpasst. Wollte nämlich was nachgucken und hab mich gewundert, wo die ist. Sehr klug. Du bist nicht nur schön, du bist auch klug. Das war jetzt, Mach dir hier einen Moment. Einfach die Drache genau. Kannst du mir trotzdem helfen? Wenn du so gut im Schlau bist, warum krieg ich keine E-Mails mehr? Da hilft eins! Handy ausmachen! Wenn du willst, melde ich dich bei so ein paar Spam-Seiten an. Vielleicht kriegst du dann wieder Mail. Und dann bin ich sicher, als welches.
ich kann mich leider gerade nicht transmogen. Ich erinnere dich schon. Nimm deine Traumwanderung oder Mondlicht und dann kannst du. Ich hab keinen. Ein Hexer. Brauch er ja nicht als Druide. Doch, die Sonne warten, bis er wieder kommt. Da kann er wieder zurückkommen. Ja, aber da stehst du vor dem Raid. Dann muss er trotzdem wieder reinlaufen. Wird man bitte nicht testen. Jo, das ist gut. Das ist richtig. So, Präsenz. Seht ihr, ne? Das regt mich so auf, dass ich keine E-Mails empfange, ne? Ich krieg halt teilweise wirklich interessanten Scheiß, wenn ich hier... ...13% Winterrabatt auf Fressnapf. Kuschelige Winter. Spar jetzt bei Liegeplätzen, Spielzeug und mehr. Das ist übrigens Hundefutter und alles, also hier. Ab 79 Euro. Hätte ich gerne... Nee, dann haben wir genug Körbe. Bei dem lässt er eine dieser besagten Pumpen. So, löschen. Ups, löschen, da kann ich löschen. Path of joy, so few have known. Sincerity and emphasis. With one mind we can make, we can live. With a life one can take, one can give. We rejoice landing on. Lösch die mal alle, danach solltest du wieder E-Mails kriegen. Aber ich habe einen Gesamtspeicherplatz von 15 GB. Ich weiß auch nicht, wen ich da anrufen kann. What are you doing there?
sah sehr witzig aus. Darfst du den Reeds gerne annehmen? Nothing to lose. La da da da, la da da da, ba da 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 da, la da da da, la da da da, la da 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 da. Oh, Peckmann! Hm? Was denn? Hast du mich gern? Hä? Was denn? Ob du mich gern hast? Ich hab nichts gekriegt. Ja, hab ich. Wie sehr? Sehr gern. Skala von 1 bis 9? Pink.
lootet in das Teil. Oder neu. Ach. Sekunde, kein Platz. Kein Platz. Oh, die Brust. Ah. So, wir hätten gewonnen. James Bond. Schon wieder zu langsam. Naja. Wieso zu langsam? Die Brust ist noch nicht vergeben, oder? Ey, das Ergebnis steht doch, denke ich, schon fest, oder nicht? Welche Brust? Brust ist doch auch Kette, oder nicht? Ach, Kette? Ja, okay, da brauche ich nicht. Alles gut. Ich dachte. Ja, dann rollt mal für das, was der Priester dafür rollt, ne? Aber ja, es ist nur der Mage. Also, Casey Fleckmann, folgendes. Ich hab das Trinket bekommen, ich hab das schon. Das Tank-Trinket. Hab gesehen. Wer von euch beiden braucht das? Gib. Ich glaub, beide brauchen das. Der Fleckmann hat's auf 239 und ich hab's noch gar nicht. Der darf nicht rollen. Riechst du? Ticket. Good notion. Der spot mich einmal an, bitte. Schönen Abend. Gleichfalls. So. Oh. 16. Da hast du aber nicht wirklich Schluss auf der Trinket. GZ Flagmod. Ben. Vielen Dank. Bitte, bitte. Und hallo Guchti. Ist nur bis geht so. Hab ich mir gedacht. Unleaded hat ihn bekommen. Hat er den schon verzettet?
jetzt vierten, fünften, sechsten Boss oder? Vergleichen mit Ringsprint TV. Weil Junge und Corinna gedrückt hat und wie auf Wildwuchs. Ich glaube, ich habe ein paar Mal mehr Nachwachsen gedrückt, ne? Oh nein! Nein! Katze. Schön mit falschem Soulbein gespielt. Auch die Conduits! Ja. Auch die Conduits! Und ich guck so mächtiger Kokon, warum ist mein mächtiger Kokon nicht gekommen? Was hat's mit meinem mächtigen Kokon auf sich? Corinna's Kokon ist der mächtigste. Traumweber. Stream zu Clip des Jahres jetzt ist gleich soweit, um 18 Uhr, ne? GG. Und so war auch ein M+. Ne, den M+ habe ich die richtigen Dinger gewählt. So. Man sieht dich ja schließlich auch. Hast du noch Zeit für einen Key, Casey? Ja. Hab ich. Also wir fangen 19:30 an. Wie sieht's bei dir aus, Kuchen? Yes. Und Slicer? Nicht da, ne? Einfach mit dem falschen Soulbind gespielt, viel zu bad. Dann vielen Dank für den Raid und schönen Abend wünsche ich noch. Danke, viel Spaß. Danke, gleichfalls. Danke. Was, wo gucken? Punkt 1, was? Hä? Ach so! Ja! Falsche Conduits. Falsche Conduits. Mehr Kulpa. Aber Rengo hat mit den richtigen gespielt. Und Rengo hat tatsächlich auch 2 Item-Levels mehr. Rengo, mein Freund. Okay, so scheiße bin ich nicht. Ich bin zwar nicht gut, aber ich bin nicht super, super scheiße. Und ich lerne noch. Das war, glaube ich, das zweite Mal, dass ich geheilt habe mit Mythic Raid. Ist okay. Ist okay. So, Freunde, wir machen jetzt Folgendes. Wir spielen noch ein Key und dann gucken wir uns... Dann gucken wir uns Clip des Jahres an. Teddy und ich, beziehungsweise Teddy ist nominiert und mich sieht man da auch so rumhampeln. Und das geben wir uns gleich. Richtig bad von mir, richtig bad. So, Tempoversa Schmerzer. Meißel. Beweglichkeit. Nee, Bewegungsgeschwindigkeit raus. Und
Da kommt rein. Keine Ahnung was. Irgendwas, was Damage macht. Oder auch nicht Damage macht. Das kommt rein. Ist Eren noch da? Rengo hat auch viermal so viel Damage gemacht. Der hat mit Winterwinde gespielt. Rengor. Rengor hatte richtig Bock. Aber Rengor war kein... Nee, Rengor war... kein Kyrian. Okay, Rengor hatte richtig Bock. Hab nicht gesagt. Will noch jemand 1500 vor KSM bei mir helfen? Ich helfe dir gerne. Aber ich will jetzt mein letztes Portal kriegen. Und dann passt das. So, wo bist du, Casey? Casey? Logge ein. Kuchen, wo bist du? Da bist du. Richtigen Conduit. Richtige Conduits, richtigen Soulbind, ja. Gibt's wieder Raid-Spaß? Kunibert, da kommst du 2-3 Minuten zu spät. Wir waren gerade. Brauche DPS und Heiler. Kunibert kann dir bestimmt auch helfen, wenn du das unbedingt jetzt machen möchtest. Dann brauchen wir 2 DDs noch. 2 DDschen. Was mit Felix? So, Felix ist da, passt. Einfach mit dem falschen Soulbind gespielt, Mann. Total geistig umnachtet. Mit Nia. Und die hat nicht ein Riechsekunde drin gehabt. Bis auf die Convirk. Feels bad. Und ich muss noch meinen Transmog ändern. Wir brauchen noch ein DD. Würden wir beim DA helfen, da brauchen wir noch 4 20er Keys. Brauchst du auch DOS? Das hast du schon gemacht. Yo. Hallo Felix, mein Bester. Mein bester Jutster. Das spiele ich dann Affli wahrscheinlich. Irgendwie. Willst du nicht schön reinballern in die Bosse? Ach so. Da hast du recht. Mir fehlt nur noch das. War auch noch 620er. Das
are already chosen by fate. But somehow you improve my life every day. It's getting colder, so inside we'll go. Stay close beside and we'll keep safe and warm. Whatever the weather, you make me feel home. Snow. Seldom seen in this world of now, it is welcome universe and out, it is seen only from eyes of thine. Is it free? Remember us, part of every life.
It is seen only from eyes of thine. It was not. Ja, wie willst du es denn jetzt machen? Ja. Werden wohl irgendwo in der Gruppe, also irgendwo anders mitgehen müssen. Ich hab Blakefall, brauche ich Blakefall? Ja, Blakefall brauche ich, da habe ich noch gar keinen. Vielleicht melden sich ja noch mal welche. Bei mir melde ich nie mehr. Kannst du ja mal fragen. Hm? Kannst du ja mal fragen. Bei mir meldet sich generell nie jemand. Ja, was brauchst du denn? Dann kann ich vielleicht auch gucken. Also ich brauche ich alles außer Holz und Feuers. Allen der Bühne und Bitten. Ich habe halt selbst einen Plaguefall einstecken. Das wäre sogar der wichtigste von allen, weil da habe ich halt gar keinen Key. Plaguefall und Theater. Ich beide gar keinen Key. Also keinen für die Woche. Ach nee, warte mal. Ja doch, wir haben Tyrannical. Ich habe gerade gedacht, wir hätten Ding jetzt wieder fortified, also verstärkt. Ich habe gedacht, ich hätte schon wieder eine Woche verpennt. Wieso hab ich Brief? Hä? Wieso hab ich Brief? Brief? Keine Ahnung. Oh, ich hab Taschen leer gemacht. Sachen im Haar verkauft. Auf nach solchen Sturz, ne? Was hast du noch mal für einen Pakt? Kyriana. Okay. Aber voll nur Kyriana Palas. Die merkwürdigen Palas sind alles auf Allianz-Seite. To
Ach, verdammt. Meine Wachen holen. So zeigt diese Warcraft Logs App bei mir 29 Charaktere an. Von mir. Weil du so viele hast? Nee, ein Drittel, guten Drittel davon sind nicht auf 60. Keine Ahnung, warum die angezeigt werden. Das alles Chars, die irgendwann mal einen Log hatten? Das kann sein, ja, das kann sein, dass die alle aus Level 50 irgendwann mal, also Logs hatten. Deswegen werden die wahrscheinlich angezeigt. Aber du kannst das auch ausstellen, aber da musst du dann in deinen Optionen gucken. Ja, also in deinem Konto. Ja, aber hier wird. Ja, nee, das kann auch nicht stimmen, weil hier wird mein Allianz Demon Hunter angezeigt. Der hat aber nie. Der hat nie Max-Level erreicht. Der hat auch in Legion war der nicht auf Max-Level. Der hat definitiv keinen Log. War in Legion kurz davor, Max-Level zu erreichen, aber wie gesagt, hat halt nie. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich alle meine Sachen. Meine Flask, mein Food. Mein Öl, meine Rüstung. Ein fünfter Energie, gebe ich doch kein Geld aus. Fünfter Energie, da gebe ich doch kein Geld aus. Benutzt du keine Flask? Nein. Okay. Ein Geld für so einen Scheiß. Ja. Muss schon keine Rap-Kosten zahlen. Bei 15 Keys benutze ich kein Zeug. Da setze ich mich hin für Food und mach Waffe scharf. Einzige. Okay. Selbst das mache ich nicht mehr, wenn ich sterbe. Einmal Food am Anfang, das war's. Was die hier so zu bieten haben, das ist auch uninteressant. Was hat die Eule? Das ist auch uninteressant. Ja, also kann ich nur von Tempo leben. Warte mal, der Paladin noch. Was hat der? Oh, Snacks Ramos. Ja, nehmen wir die Eule. Der lamesten Boss ever. Wir skippen dann den ersten Boss und ich habe falsches Talent drin, verdammt. Wie ersten Boss skippen? Wir skippen zum ersten Boss. Ich hab nichts zum Unsichtbar machen, glaube ich. Das ist schlecht. Ne, hab ich nicht. Ja, dann müssen wir normal spielen. Also du hast nix, ja? Ja, ich hab nix.
halt doof, ja. Ja, wo kommen diese creepy Crawler her? Und der dir irgendwann, wenn er nicht schnell genug stirbt? Und der diese creepy Crawler irgendwann, wenn er nicht schnell genug stirbt? Kann gut sein. Überlegen, ob ich in den Single Target jetzt einhalte oder in die Blobs dann. Aber wenn ich die Blobs richtig gut reinhalte, dann platzen die und dann sterben wir. Damage gemacht eben. Bewegt mal weiter. What? Ist schon, dass das ein Random Key ist, ne? Ja. Der Heiler kann nicht hinterher. Ja, natürlich kann man nicht hinterher. Das ist ein Random Key. So einen Scheiß darfst du nicht machen. Ach, jetzt habe ich diesen scheiß Rock hier gepolt. Bringst du ihn mit? Nein. Oh, jetzt bring mich um. Mann. Hätte ja klappen können. Gut, wurde Pause gemacht, sehr gut.
Haben wir denn Necrolord dabei? Den braucht man nicht unbedingt. Okay, ich stehe in der Suppe nicht mit drin. Ist halt Blizzard, kleines Indie-Unternehmen. Das ist so schlecht, dass die das nicht hinbekommen, dass man den Scheiß gescheit sieht. Woran bist du jetzt gedingst? Gedeidet? Block treten und AOE-Damage. Beziehungsweise nicht AOE Damage, der dort war. Aufmachen wäre schön. Hier ist durch. Ich glaube zumindest, dass man für die rote Pfütze keinen braucht, aber und wenn, ist auch egal. Jemand? Ich muss da weg von da hin. Oh oh, da kommt auch noch der. Was? Was? Haben die da RIP? Die? Wie gesagt, es ist halt ein Random Key. Du musst den halt. Kannst du so nicht spielen, du musst das Feeder wegmachen. Ja, aber die Leute können doch mitdenken, doch, oder nicht? Nein, es ist ein Random Key, wie auch denn noch. Von denen hat keiner ein 2K-Rating und keinen Plan von gar nichts. Alles blaue Ratings und da ist der Rock schon wieder gepullt.
haben halt auch keinen Bloodlust, haben niemanden zweiten, der CC't. Wieso hat denn der Holy jetzt Aggro? Hat der vorhin geheilt, als der den Rock gepult hat? Ja, natürlich hat er den geheilt, als der Rock gepult wurde. Hol den einfach in das App da rein. Also, jetzt stehen wir schon viel zu lange hier. Ich habe halt leider falsche Talente dabei. Ja, das muss halt jetzt sitzen, sonst wird das nicht mehr mit intern. Bei mir persönlich ist es auch egal, ob das in-time wird oder nicht. Ich muss den nur machen. Der in-time ist oder nicht, das ist mir scheißegal. Ich brauch nur das Rating. Geh mal weg von der Seite. Ich kann nur den einen erzählen. Der Holy macht das nämlich nicht und die Eule macht auch nichts. Wir haben gleich ein Problem, wenn der nächste wieder spawnt. Wenn du das nicht machst. Doch, ich mach's, aber ich hoffe, ich überlebe es. Ja, der kommt jetzt da. Oh nein. Verpiss dich. Nein, 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 nein. Weg. Ist aber auch nicht wirklich nice. Was ist das? Der Schaden ist auch nicht wirklich nice, habe ich gerade gesagt. Nee, unterirdisch. Von wo kommt er? Von da. Wenn ich das jetzt auf einen 20er Key gemacht hätte, wäre ich halt tot. Jetzt kann ich wenigstens Damage machen bei den nächsten Bossen, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr hintern. War schon wieder so ein großer Pull. Ich habe keine Damage Cooldowns. Das ist immer noch ein Random Key.
irgendwie müssen wir ja was machen, sonst kommen wir hier ja nicht voran. Wow. Nix, um die Tentakel zu unterbrechen. Was zu unterbrechen? Weil wenn die einen knappt. Nein. Wie willst du das unterbrechen? Du kannst sie doch nicht stunnen, oder? Doch, mit dem mächtigen Hieb kann ich sie unterbrechen und dadurch wird der Griff gelöst, wenn die jemanden geschnappt hat. Ja, okay, dann kann man die Viecher stunnen. Ich hab das noch nie ausprobiert. Theoretisch ist es noch schaffbar, ich mache genug Damage, aber ja, Theorie ist halt was anderes als Realität, oh, meistens. Yeah.
Ist die Eule Kyriana oder bist. Nee, du bist Kyriana, ne? Ja. Oh. Immer so lustig, wenn ich das in den letzten paar Wochen in den Chats lese, wie alle am rumheulen sind wegen den Conduits im nächsten Patch. Die könnten mich halt kein bisschen, also die könnten mich halt nicht weniger interessieren, die Dinger. Einzige Conduit, was ich gerne auf 2,52 oder halt höher haben wollen würde, ist das Pack-Ding, der Rest ist mir alles scheißegal. Oh, Alter, wo liegt der denn hin? Ja, der da muss sterben. Oder DevTD ist dann Dion. DevTD ist. Nein! Ach, die Freunde. Ich muss mal sterben. War's wahrscheinlich gleich, der hüpft drüber, wird der Blob wird nicht noch mal sterben. Damage kriegt gerade.
Ich glaube, es gibt keine Fähigkeit von irgendeinem Boss, bei der ich so oft fehle, wie bei dem Rumgehüpfe. Dem lasse ich mich so oft treffen. Das ist so einfach auszuweichen und ich weiß nicht, wieso ich es nicht hinbekomme. Hat sich der Heiler auch noch tot? Dann lass halt frei. Ich kann das halt an zwei Händen abzählen, wie oft ich mich bei Stradama am Ende von den Tentakeln abtreffen lassen. Aber bei dem Scheiß von dem hier habe ich mich schon so oft treffen lassen. Bestimmt schon 10 Mal so oft. Zufällig, wie viel Patente man braucht? Nö. Keine Ahnung, 86 oder so. Bevor man zum letzten Boss geht oder noch vor dem dritten Boss? Bevor man runtergeht. Was? Bevor man runtergeht. Das gekickt. Ach, das war schon wieder ein Fehler. Oh nein. Habe ich jetzt gekickt. Voll. Oh nein. Gut. Nicht das Kicken, wer auch immer das kickt. Blöd, dass der scheint sein scheiß Bollwerk da hat. Ein Schrottmann, wenn man nicht auch die richtigen Talente dabei hat.
Wieso auf mich? Ich habe nichts getan. Hat ihm in der Hand aufgestanden. Ja, wenigstens hauen die nicht ab, weil den hat wahrscheinlich keiner den Key, also nicht mal auf 15. So scheiße, die sterben halt einfach viel zu schnell. Nein, guck mal, du machst den meisten Schaden, ey. Ja, und? Oh. So andauernd ich? Voll die Scheiße. Sollte ich auch nicht am meisten Damage machen. Aber am meisten, ich habe das beste Game. Ich habe keine Ahnung, was die anderen haben. Nicht alles gleichzeitig um. Nein. Nicht. Nein, nein, nein. Oh Gott. Shane ist halt noch eine schlechtere Idee als alles gleichzeitig umbringen. Der Team Hunter hat überlebt. Ja, moin. Und wird wieder hochgestackt. Oh mein Gott. Schon wieder knapp überlebt. Der Demon Hunter weiß, wie er das knapp zu knapp machen kann. Und hier hinten. Oh ne, ich habe keine Cooldowns. Außer Bubble.
Nicht auf Cooldown. Aber resettet das Ding hier alles? Das ist gar nicht. Resettet das Bubble? Nein. Prima. Das ist eine relativ. My eyes are sparkling with wonder. The world is bright and full of light. Wir haben eben nur ganz knapp den ersten Regen überlebt. Holy shit. Zu dem Zeitpunkt sollte der Healer eigentlich noch so ziemlich alles ready haben und Cooldowns. Also ich ahne fürchterlich jetzt. Jetzt hat er mich gerade voll überheilt, aber I don't know. Vor allem der hat den Tank, der braucht hier am wenigsten Heilung. Pferdchen rennen, wenn du kein Pferd bist. Richtig. 1906 Rating. Was nun? Am besten wäre Theater. Da habe ich ja auch keinen Key. Ich bin schon bei 1970 ungefähr. Wenn der dann in Time ist, krieg ich halt auch nochmal 60 Rating wieder. Dann guck mal. Royalty.
Ja, was? Jetzt? Ich soll gucken. Ja. Theater dann, oder was? Das wäre am besten, ja. Wahrscheinlich auch wieder interessant, aber mal gucken. Du hast da so ein Dino, ne? Hm? Du hast da so ein Dino, oder? Du machst Aktionshaus, oder was? Ja. Ja, hab ich. Ja, mach mal. Da vorne wäre auch noch einer. Naja, wenn ich wirklich so nach Rio immer gehe, jetzt gucke, dann ist da immer nichts Gescheites dabei. Was soll ich machen? Hallo? Mega, mach halt. Wirklich gescheit irgendwie aussieht, keine Ahnung. Viel schlimmer als das eben kann es nicht werden. Ja, kann schon, aber hoffen wir mal nicht. Doch hier Maxim oder wie der heißt. Von League of Legends. Was?
Bei League of Legends gibt's keinen Maxim. Da brennt. Hä? Doch, natürlich. Nein. Natürlich. Nein. What the fuck? Oh, da war gerade dieser Transen-Streamer. Den kenne ich. Das, der spielt Dead by Daylight. Das, der ist so gut. Oder Steve. Wer war das denn sonst, wenn das nicht Maxim war? Ich habe keine Ahnung, wen du meinst. Ich kenne kein einziges Spiel mit einem Maxim. LOL. Nein. Der bei LOL hier immer die ganzen Sachen da moderiert hat. Wie heißt denn das? Ach, irgendwie. Wie hieß das denn? Ja, das war der doch. War ich doch. Keine Ahnung, wenn du von irgendeinem Mod oder so da redest oder irgendeinem Mitarbeiter. Bei Summoners Inn oder wie das hieß, bei League of Legends. Ja, genau, Summoners Inn, ja. Irrt mich nicht. Du meinst irgendeinen Charakter? Der ist sogar in Russland geboren. Lull. Nein! Alter! Was ist los mit dir? Spielst LOL, aber kennst nicht Maxim? Nein. Du hast wohl nie die Worlds verdingst. Nein. Also hier verfolgt. Nö. Ah, das geht aber mal gar nicht, ey. Hier, den da, meine ich. Der war da gerade eben auch, wo die da gesungen hat. Hier diese Transe, der eben, also dieser Drag, nee, Drag Queen ist das, ja. Der Typ, der geht halt in Dead by Daylight. Macht er zufällig auch. Washing? Nee, ne? Keine Ahnung, das ist halt der Drag Queen. Der geht, wie gesagt, ich hab den halt auch ein paar Mal gesehen, der spielt halt Dead by Daylight. Und der ist Top 5 in der ganzen Welt. Der geht so dermaßen ab, das ist so übel. Also ich mag das Spiel nicht wirklich, aber was der da abzieht, das ist schon heftig. Vor allem, also zumindest als ich ihm zugeguckt habe, hat er halt so einen Charakter gespielt, der sich so durch die Gegend teleportieren konnte. Und der hat halt vorher echt, der hat immer genau gewusst, wo die Leute langlaufen. Halt, er hat halt die Timings perfekt drinne gehabt. Er hat sich dann einfach halt durch Wände und so durchgeportet und halt genau, also die dann halt genau geexecutet, weil er halt genau gewusst hat, wie lang die von A nach B laufen und wo die in der Sekunde sind, wo er sich halt hinportet. Und er hat echt bei 9 von 10 Ports hat er halt irgendwen gehittet. Das war so dermaßen krass, was der da abgezogen hat.
Also hat die, der hat die Gegner halt 10 Sekunden lang oder so nicht gesehen, hat sich dann einfach irgendwo in Anführungszeichen random durch eine Wand geportet und hat die halt einfach getroffen. Jedes Mal. Das war so und übel. Hast du dir den Link jetzt mal angeguckt? Ich weiß nicht, wo du mir was geschickt haben sollst. Discord. Auch noch Deutsch. Hey, geh mir weg mit deutschem Content, ey. Guck ich mir in 100 Jahren nicht an. Wunder, dass du den dann noch nicht kennst. Ah, der einzige Deutsche, den ich kannte, ist, also generell, ich habe mir die ersten 2, 3 Seasons, habe ich mir Worlds und so ein bisschen angeguckt. Und da war damals, ich glaube, Sion war das, also Sion. Ich glaube, der war Deutsch. Das war der einzige, dem ich, aber ja, das war halt ein Mod, also ein Foren-Mod-Typ da, der war auch bei den Worlds und so, hat er halt auch also hier Moderator-Kram gemacht. Der war damals Freak, auch noch die ganze Zeit damit am Start. Ja, aber der war das ja eben da, was man da gesehen hat. Ja, keine Ahnung, kann sein. Das ist halt schon wieder Deutsch, das gucke ich mir halt nicht an. Also ich gucke mir generell keinen deutschen Content an, da kriege ich Beklemmung. Das war jetzt Theater, ne? Ja. Ja. Und wenn halt irgendwas multinational ist, dann gucke ich generell immer Englisch. Es macht alles nur komplizierter, wenn man dann. Ja. Nicht Englisch, also nicht mit der englischen Version sich nicht beschäftigt, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Macht alles nur viel komplizierter. Wie gesagt, mit League of Legends an sich, so Worlds und so und generell E-Sports, da habe ich schon seit, dritte war 2013 oder 2014, die dritte Season, also seitdem habe ich damit nichts mehr zu tun. League ist damals halt so ein bisschen für mich gestorben in Season 3, weil damals die Assassins alle so dermaßen gebufft wurden, sind sie halt bis heute noch alle viel zu stark. Mages und so sind halt einfach viel schlechter als früher. Und da ich halt nur Mages, also fast nur Mages spiele, ist das halt ein Riesenproblem für mich. Weißt du, früher sind Damage, also sind Gegner halt richtig gedingens, sind halt. Konntest du die richtig punishen, also richtig bestrafen, wenn sie halt einen Fehler gemacht haben als Mage. Wenn da jemand 75% Leben hatte, da hast du ihn halt einmal Combo gedrückt und dann waren die tot. Geht halt heute nicht mehr. Kriegst du mit fast keinem Deck, mit fast keinem Mage hin, dass die halt einfach sterben. Ja. Aber denkst du, wer kann das? Assassins können das.
Und die sind auch, die können sich auch noch über Wände porten und wegrennen und drei Leute one-shotten und sich dann auch noch wieder wegporten und der ganze Bullshit da. Ja, dafür muss man sie halt halbwegs gescheit spielen können, aber einfach nur Bullshit. Halt einfach in random Games, wo halt keine Koordination ist, halt super OP und deswegen spielt die halt auch jeder 13-jährige Vollidiot. Halt nur den einen Champ spielen und dann halt die Teams halt eben zerfetzen. Deswegen ist halt damals wieder für mich League halt von Tag zu Tag immer uninteressanter geworden, weil ich halt generell nur random Games spiele. Ich spiele halt keine, nicht wirklich Ranked. Mach halt nur ein paar Ranked pro Jahr, damit ich diesen Goldskin bekomme. Und dann bin ich aus dem Mist wieder raus. Keine Lust drauf habe auf die ganz schwitzigen da drinnen. Denn das habe ich halt eben letztes Jahr nicht mal gemacht. Den Goldskin nicht bekommen. Ich habe kein einziges Ranked gemacht. Beziehungsweise doch, ich habe ein oder zwei gemacht. Die Mobs und dann Boss, oder? Hier kannst du nicht alles pullen, das kannst du vergessen. Kannst du nicht in den Boss hier mit reinpullen, das kannst du vergessen. Die musst du einzeln, also musst du ohne Boss spielen. Die haben beide weniger als. Also Healer hat das beste Gear und die anderen haben 45k Leben. Die haben kein Gear, kein Rating, also die haben zwar auf den Mains beide Gear, beide Rating. Okay, der Dudu hat sogar schon 8, plus 18 Necrotic Wake mit dem Char gemacht. Die Frage, ob der sich hat ziehen lassen oder nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Einer ist Mikro. Der eine hat halt den Raid nicht mehr. Die haben beide den Raid nicht auf. Doch, der eine hat den Raid clear auf HC. Der andere nicht. Absolut merkwürdige Chars und Accounts, keine Ahnung. What the fuck? Jetzt sagt er mir, ich wäre schon mit jemandem verbunden, obwohl ich es nicht bin. Uff. Ja, GG, Alter. Jetzt fuck das rum. Okay, dann hat sich schon jemand anderes mit dem verbunden. Ja, irgendwer ist mit mir verbunden. Okay. Oh Gott, da müsste ich jetzt über 1000 Mastery haben. Das wird nicht angezeigt. Ne, 980 Mastery müsste ich jetzt haben. Was habe ich? Hab ich jetzt mit Crit Höhe. Ich jetzt noch auf. Wenn ich auf. Wenn ich auf Pelagos wäre, hätte ich über 1000 Mastery. Das war knapp. Ja. Alle Dev-CDs verbraucht, ey. Nicht alle, aber gut.
wollte ich nicht nutzen. Da war ich zu schnell. Wieso droppt denn die Gruppe so heftig? Nicht mehr normal. Leon und Kevin, die da dabei haben. Ach scheiße, wir sind ja nicht auf Ali-Seite. Einer kriegt aber auch das Ad, wenn ich es nicht tue. Hab nur eins dann. Zeller hat immer noch nicht den Fakt benutzt oder so. Habe ich mir jetzt geholt. Schon wieder Chris oder wie? Naja.
Jo, mach halt das Mondfeuer da auf den drauf. Ei. Damage! Alter, wir brauchen viel zu lange für die... Oder? Das ist halt ein Random Key, das ist ganz normal. Gibt halt. Auf, Ork. Hol uns in am Laufen. Ja, Mist. Ach, du willst woanders lang? Ja. Das ist halt das, was ich meine. Ich will Leon halt mal sowas heilen sehen. Weil das ist die Realität, was du normalerweise heilen musst. Das, was Leon da halt heilt und tankt, hat halt nichts mit der Realität zu tun von den meisten Menschen. Und generell, wenn wir halt Keys machen, das ist halt alles rumgedödel. Du hast halt Leute dabei, die das halt können. Wenn du halt in Random Keys unterwegs bist, da fühlt sich halt ein 10er Key wie ein 18er Key an. Teilweise. Und schlimmer. Vor allem dann halt auch noch, Leon läuft halt bei seinem Heal-Druiden, läuft er halt mit 250er Key rum. Stell dir den Scheiß hier dann halt mal mit 225 oder so vor. Dann wird's halt spaßig. Damage! Oh, ich denke... Wie ich auch schon gesagt habe, nur weil es halt jetzt Kira und ich halt auch schaffen, so 15er Keys halt so mit 210er Gear und niedriger zu heilen, heißt das halt eben nicht, dass das der Normalzustand ist. Vor allem als wir halt 15er Keys drüben auf der Seite gelaufen sind, hat halt mehr oder weniger nur der Tank Heilung gebraucht, weil da waren ja Leon, Pater und ich unter, also als DDs dabei. Wir haben halt alle drei fast, also kaum bis gar keine Heilung gebraucht. Wir uns halt nicht von dem Scheiß treffen lassen, das halt, naja. Oder zumindest versuchen halt von fast nichts treffen zu lassen. Oh, hier wird doch jetzt gerade richtig schön gebaitet, naja, klar, die Oil steht mitten mit drin. Ja, wohin, das ist halt die Frage. Entscheidet euch. Welche Seite? Ja, lieber da, wo ich. Lieber nicht da, wo ich halt hingelaufen bin. Wieso geht die Kackeule denn nicht weg? Was soll das denn? Mili-Eule. Dudu, der Dudu hielt genauso schlimm, ey. Stehen die hier direkt im Nahkampf dran? Oh, nö.
So, was auch immer das für ein Add-on ist. Wieso mag das denn bitte den Horror als Main? Die Springer sind doch viel, viel schlimmer. Wieso sollte man denn den Horror fokussen? Das ist doch total dumm. Der macht doch gar nichts. Außer ein bisschen Damage. Nein! Keine Ahnung, ich habe da halt mal irgendein Automarker-Addon gefunden, beziehungsweise Weak Aura und keine Ahnung. Dieser Horror, der macht doch nur diesen Schild, glaube ich, sonst macht er doch nichts. Und halt, haut halt drauf. Aber der macht ja nicht mal viel Damage, glaube ich. Der hat keinen speziellen Schlag oder so, glaube ich. Wir haben doch gar keinen Necrolord. Oh nein! So dumm. Hat niemand gesehen. Du wurdest erwischt. Nee, stimmt nicht. Sag mal, es kommt aber auch die ganze Zeit richtig beschissen. Thank you.
Wollen wir die Gruppe dann da auslassen oder spielen? Spielen. Ja, Eiler, ey, wieso steht denn der dauernd in Melee Range? I don't know. Ich steht halt schon wieder direkt neben dem Boss. Also neben dem Vieh. Ich gerade erst weghitten lassen, dann geht er wieder daneben, AFK. Gleich darf ich bestimmt irgendwen umbringen. Nicht so lange warten mit Cooldowns. Ja, wenn ich wieder hochkomme, mache ich ja dann mehr Damage, ne? Ja. Warte ich, bis das kommt. Wenn ich nicht bin, dann mache ich es halt gleich an. Nice. Darf die Eule umbringen. Da ist sie geplatzt. Eule tot. Hat sie Federn gelassen. Wieder ich gegen die Eule. Warte mal, geht's noch?
jetzt auch nicht, was das ist. Ey. Ich habe ein paar Addons jetzt vor ein paar Tagen gelöscht und ich weiß nicht, ob das war, was das jetzt ausgelöst hat. Aber ich habe jetzt auch auf einmal diese Stimmen, die dauernd sagen so, Attack Totem, watch your feet. Und der Kram, den man halt immer bei Leon hört. Das habe ich früher nie gehabt, aber jetzt habe ich die ganzen Sprachsachen auf einmal auch. Weißt du, wenn da oben mal halt dieses Banner spawnt, dann sagt die halt immer Attack Totem. Oh, das wird hässlich jetzt. Die werden alle gleichzeitig sterben. Ich bin auch ein Deadbait, ich hab Bubble gezogen, ich Akku hatte. Und dabei brauchst du jetzt. Oh. Oha, wir haben überlebt. Wird das nicht. Mann! Au! Ein Schrott gerade. Warum denn auch immer einer? Oh. Immer irgendeiner in der Nähe. War da nach rechts oder war da nach links? Rechts. Auch wieder rechts. Ach so, nee, jetzt nach links.
gedacht, das war wieder rechts, aber okay. Nee, wieso, ist doch richtig. Doch richtig. Bleiben wir jetzt bei diesem komischen Opel-Copter. Ja, das spielen die doch immer auf ihren höheren Keys, Leon und die anderen. Definitiv runtergeflogen, wenn ich mich noch nicht schnell dran gedingst hätte. Das braucht man gar nicht, okay. Da am Tanken. Wieder Fell gekickt, ja, GG, Mann. Mein Trottel aber auch noch ganz am Ende. Da war noch sehr viel Multitasking vonnöten da am Ende. Da kann das schon mal passieren, dass man da stehen bleibt. Wieso ist denn da jetzt noch jemand gestorben? Oh mein Gott. Alle gestorben oder was los? Keine Ahnung. Ja, der Dudu hat sich runterkicken lassen und dann irgendwie 10 Sekunden später ist der Shami noch an irgendwas gestorben. Ich habe keine Ahnung an was. Mir scheißegal, ist ein Deplete oder nicht. Brauch nur den Key. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Ich seh's halt nicht gerade. Eben gerade hatten wir noch 5, jetzt haben wir, bis die da sind, noch 4. Also haben jetzt 4 Minuten 15 Sekunden. Ja, danach kommt noch Boss. Ne? Nur noch Boss. Jetzt kommt Boss und Boss, oder? Ja. Wenn ich so lange brauche. Hab's doch selbst nicht. Timer ist schon vorbei, da ist oben das RP noch nicht mal vorbei. Und viel zu lang brauchen. Aber alle kein Damage. Haben halt kein Necrolord dabei, wo ich ein bisschen mehr Damage machen könnte. Weil es halt Venti, die macht halt am Anfang einmal gut Damage und dann fällt die halt auf 4k oder so mit der Zeit. Ich hab da jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, die ist immer gut dabei. Nee. Man, alle keinen Damage. Die ist zumindest nicht auf dem 3., 4. oder 5. Platz. Das ist bei 3 Leuten auch nicht so schwer. Wie gesagt, halt Venti am Anfang macht ganz gut Damage, aber danach passiert halt nicht mehr viel. Ja,
Mann, nicht mal aufhören, mir den Scheiß da unten zu geben. Hab das nur zweimal jetzt nicht abbekommen. Ich krieg den Kack jedes Mal. Ich kann das Heiler gar nicht mehr kriegen. Ich glaub nicht, ne? Ist gerade gar nicht. Einfach drüber. Einfach drüber laufen. Ich schaff das schon irgendwie. Null. Ich hüpf da normalerweise auch drüber. Gerade keine Lust gehabt. Ich bin nicht mal gehüpft. Ich bin einfach nur geradeaus gelaufen. Okay, das habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte mir aber Speed gegeben. Okay, ging das sogar ein bisschen schneller als ich gedacht hätte. Aber auch nur wegen dem Bloodlust. Wenn wir das nicht gehabt, wäre wie gesagt das RP nicht mal vorbei. Also wäre die noch am Leben, während der Timer abläuft. Aber wenn die macht ihren Rent, macht die 8K. Ist doch peinlich, wenn du das als Venti halt nicht machst. Halt der OP-ste Cooldown im ganzen Game. Das ist halt noch schlimmer als der Scheiß vom Paladin. Halt 8K, 8, 10, 11, 12K ist halt gar nichts. Eine gescheite Eule, das macht jetzt die bei 40, 50k. Oder noch mehr, glaube ich. Nehme ich da nicht so aus, aber. Selbst ich als Paladin schaffe ja, wenn ich nicht auf Single-Target-Burst geskillt bin, schon easy 30, 40k. Also als Kyrianer. Ob Single Target Burst geskillt bist, den Ventil-Scheiß reinhaust, geht's beim Paladin auch richtig böse ab. Und bei, wie gesagt, Ventil-Eule halt noch viel übler. Das ist halt 10k, ist absolut lächerlich. Ach, ich laufe auch noch genau rein. Oh Mann, ey, ich spiel einfach. Ich bin nicht auf hier gegangen, ich Trottel. Ach Mann. Hätte ja vielleicht den Ding jetzt looten können, den Kristall. Oder der Ruby.
Rubin. Rubin ist halt ultra strong. Ich habe halt genau den gleichen Ring an. Auch mit Sockel. Aber ohne Avoidance, also ohne den AOE-Scheiß. Rating brauche ich noch. Miss wäre mein kleinster, da habe ich nur einen 8er. Miss, DOS und SD. Habe ich 8, 9, 10. Miss, DOS oder SD bräuchte ich. Also da habe ich halt Key 8, 9, 10. Den würde ich am meisten kriegen. Das fällt mir ja eben erst auf. Ist in der deutschen Valorant-Version das Blut wegzensiert? Weiß ich nicht, kann sein. Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern, dass ich in Valorant Blut gesehen habe. Aber ich hab... Ja gut, also ich werde ja immer noch als Standort in Deutschland angezeigt, auch wenn ich halt eben sonst wo spiele, also wenn ich auch die englische Version spiele, aber ich kann mich nicht an Blut erinnern. Ich hab gedacht, das hätten wir endlich hinter uns. Ach nee, das war kein Blut. Ja, bei dem da sieht das anders aus. Das ist nur so ein Lichteffekt. Bei dem, also der Typ hat das in Rot gehabt eben. Also? Ah.
Ja? Weiß nicht, willst du es vielleicht mal alleine probieren oder sollen wir zusammen weitermachen? Naja, allein mache ich keinen Key. Okay. Keine Ahnung, weil vielleicht hast du dann mehr Erfolg. Wieso sollte ich da mehr Erfolg haben? Keine Ahnung. Komme ich nur noch schlechter in Gruppen rein? Das ist die Idee. Wie gesagt, alleine mache ich keinen Key. Das ist so schon schlimm genug mit drei Leuten, mit drei so Vögeln. Generell gerade keine Keys offen. Jeder 15er, 16er Keys fehlt immer nur ein DD gerade. Ja, dann guck doch, ob du reinkommst. Nee, ich mach direkt keinen so Schimmel-Key mit 4 mit 4. Du hast gesagt, du hast Dark Souls 3 gespielt. Ich hab angefangen, ja. Ja, hab gespielt und? Was und? Ja, gut, schlecht, scheiße, langweilig, geil. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was weiß ich? Ja, das habe ich tatsächlich gesagt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Am Anfang erstmal eine Viertelstunde oder so. Duck. Also, keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung, weil sonst würde ich vorschlagen, gehst du Dark Souls 3 spielen, ich gehe dann off und schau dir dann Dark Souls 3 zu, wenn du Lust hast. Können wir von mir aus nach dem Key machen. Wenn das losgeht. Kein Bock mehr, ich kann mir raus, ey. Hier sind kaum Keys noch, die halt, also die Hälfte der Keys ist über 20. Halt, auf, wenn du auf Allianz-Seite gehst, sind halt, was weiß ich, 5 bis 10 Dungeons offen. Und die Hälfte davon, also ein Drittel davon sind irgendwelche Werbung von irgendwelchen Boostern. Die zweite andere, oder das andere Drittel ist irgendwelche Keys auf Level 0 oder 5. Dann hast du 2-3 Keys, die halt eben 15 oder so sind. Und das mitten am Tag. Ja. Das ist so tot. Na gut, wenn sich nicht tut, geh ich dann off oder so. Da wäre noch ein 17er. Auch Onkel-Leute drin, also zumindest der Heiler, da hat ein hohes Ton-Sachen.
Ach, jetzt haben wir uns die Kleinen angenommen. Was ist der 17er? Wer ist der 17er? Hä, wieso wurde mir der... Warum wurde mir denn der Dingens, der Krieger wurde mir als Priester angezeigt? What the fuck? Ich hab gedacht, der Russe da wäre der Heiler, weil er mir als Priester angezeigt wurde. Oder bin ich jetzt so da bescheuert? Keine Ahnung. Der Key wird mir jetzt nur ungefähr, wenn er in Time wird, so ungefähr 30 geben. Könnte halt super, super knapp werden. Braucht halt noch 32. Also wenn wir den jetzt irgendwie plus 2 spielen, könnte ich die eventuell zusammenkriegen. Ich habe halt schon 232. Ich habe den anderen halt einfach nur 15, also einfach nur 15 in Time. Weiß nicht. Oh ne, ich glaube, nee, das passt nicht. Nee, das wird. Also ich glaube, selbst mit plus 2 wird das, glaube ich, werden das keine 32. Ja? Keine Ahnung. Tyrannical nur ein 8er. Von 8 auf 17. Keine Ahnung. Die Keys werden sowieso total merkwürdig berechnet. Überlegen, eine Flask nehmen soll. Die anderen haben halt beide besseres Gear als ich. Die haben auch höheres Rating, beziehungsweise ja doch, beide DDs haben höheres Rating als ich. Also sollten die dazu fähig sein, das Dungeon hier in Time abzuschließen, hoffe ich mal. Und Dark Souls 3, ja, ist an sich in Ordnung. Nur das Kampfsystem an sich, also die wieder, also ich weiß nicht, ob die gleiche Engine wieder benutzt haben wie im zweiten, das fühlt sich aber ganz anders an. Und es fühlt sich tatsächlich schlechter an.
Zudem spiele ich das Game halt auch noch auf meiner PS4, weil ich die Xbox-Version nicht habe. Und das hat, also ist zwar, läuft auch in 60 FPS, aber das läuft nicht besonders rund. Ich habe zwar die PS4 Pro und das war bis vor kurzem auch die beste Version von dem Spiel, außer halt PC. Aber die Xbox-Version ist mittlerweile besser, weil die auch den 60 FPS-Patch vor kurzem bekommen hat. Das Game sieht zwar leider, also das Game sieht schlechter aus, weil es nur hat halt eine niedrigere Auflösung, weil es halt, also ist halt eins von den Spielen, was damals rauskam, bevor es die Xbox One X gab, also die, ja, die krassere Version von der letzten Xbox-Generation. Und nur sehr wenige Spiele, die halt eben vor dieser neuen Version von der Xbox One halt eben rauskamen, haben später dann noch einen Patch dafür bekommen. Das heißt, im Grunde heißt es, die Dinger sind halt eben auf Konsolen oder auf die Xbox von 2013 zugeschnitten. Und deswegen hat das Ding halt super niedrige Auflösung, also ist alles sehr verwaschen. Also, weißt du, ja, niedrige Auflösung halt. Aber die Xbox, also die Xbox-Version hat halt vor kurzem den 60 FPS-Patch bekommen. Also es läuft jetzt auch auf Xbox mit 60. Ja. Habe ich aber leider nicht. Habe ich gerade noch hingebekommen. PlayStation-Version, die versucht halt mit 60 FPS zu laufen, aber schafft das halt nicht wirklich. Total, läuft total unrund. Oi, oi, oi. Oh. Damage! Damage! Alles tot, auch die Hälfte von unserem Team. ich kann nicht skippen. Dann sterben. Ich war das nicht. Das war schon gepult, bevor ich überhaupt gerätzt war. Ja, ja, da, heiler war das aber. Oh,
Oh, das ist schon tot. Voll nicht drauf geachtet. War auf einmal einfach tot. Hab ja keinen zum den da holen, oder? Nein. Theoretisch könnte der Charmy das machen, aber ich glaube kaum, dass er dafür sein Dingens hier zünden will. Sein Ele. Wenn er es überhaupt ready hat. Hat er vorhin gezogen am Anfang, glaube ich. Ja, wie gesagt, das ist totaler Bullshit. Das braucht er jetzt im Damage machen. Hm? Braucht er jetzt im Damage machen, das ist totaler Unsinn. Was denn, Ele? Ja. Da jetzt zu ziehen, nur um das Vieh da unten zu pullen, ist halt total dumm. Ja, ja. Also wollte er das doch machen. Habe ich das richtig gelesen? Hallo? Oh, wie vor Boss, keine Ahnung. Könnt's halt an sich nicht machen. Ja, wie ich schon gesagt habe, theoretisch kannst du Charmy machen. Das ist halt total dämlich. Ja, die wollen es aber machen. Ich meine, ob wir jetzt das oder das gespielt haben, ist doch egal, oder? Ja, jetzt macht er das tatsächlich. Ja. Kann ich den irgendwie anvisieren? Also. Wie kommt er auf die Idee, frisch gebackene Plätzchen vom Backblech auf ein anderes Backblech legen zu wollen? Uff! Die sind doch so heiß! Und? Okay, jetzt hat er einen gegessen. Ein heißes, ja. Der ist doch zu doof. Eigentlich auch Dings ziehen, oder? Bloodlust, aber wahrscheinlich erst, wenn wir in die Farbe kommen, wo der Boss interessant wird. Naja, kurz davor, aber jetzt noch nicht. Hat sich der Miele naschen lassen. Keine Lust mehr. Ich stehe hier mitten in dem Feuch dran, Oh, hier.
Wäre noch die Möglichkeit zu resetten, soll ich? Ja, den kriegt ihr so eh nicht da unten. Also resetten? Ja, den kriegt ihr eh nicht da unten. Ich verstehe auch nicht, warum du jetzt weitermachst. Das ist doch absolute Zeitverschwendung. Ich hab's 5-mal gesagt, ihr schafft das eh nicht. Dann lassen wir es, oder? Keine Lust jetzt nochmal zu suchen. Was ist denn Spirit Boat? Jetzt müssen wir hier mal hören bei Leon, das wird jetzt interessant. Ich muss mal weg.